Willkommen zu Willkommen zum Abonnenten-Special Part 2 vor 3 mit eurem Fun-Gamer und diesmal einem Modern Warfare 3 Commentary von mir gespielt mit der Skal-Schall gedämpft. Zweitwaffe MP9, glaube ich, mit dem Schalldämpfer hier. Perks Plünderer, Hardliner, Stalker und dann spiele ich noch auf den Spezi-Bonus, nämlich über Attentäter, Fingerfertigkeit, Meisterschütze und halt den Spezi-Bonus. So sieht das aus. Samtake, Cyberwasser, das übliche halt. Gleich vorab, das wird eine Moab hier in diesem Gameplay, weil ich es einfach kann und die vor 5 Minuten ungefähr erspielt habe. Und die finde ich dermaßen geil, weil ich hin und wieder mal richtig viel Glück habe. Was es dann geht, so ungefähr bei 5 Minuten, wo ich 16 Kills oder so habe, werde ich plötzlich von hinten angeschossen und dann. Also ich wäre eigentlich draufgegangen, aber dann kam plötzlich eine Host Migration und hat mir den Arsch gerettet. Danach habe ich nämlich, nach der Host Migration habe ich mich innerhalb von einer Sekunde umgedreht und habe den Gegner weggefickt. So einfach geht das, meine Freunde, aber ihr seht es nachher selber. Also dranbleiben. Auf jeden Fall, Part 2 vom 100er Abonnenten Special. Was sagt man dazu? Wir haben 100 Abonnenten, Leute. Was geht ab? Auf jeden Fall kommt noch mehr. Part 1 war ja ein Best of Pizmeet mal wieder. Wie aus dem Bilderbuch, wie jeder mal wieder wollte, nachdem Bram's Semtex-Skills eigentlich so gut ankam bei den Zuschauern, habe ich mir gedacht, mache ich mir als 100er Abo-Special nochmal ein Best-of. Habe ich gemacht, ist schon oben, guckt euch an. Das hier ist jetzt Part 2. Commentary More, wo ich mir einfach gedacht habe, warum nicht wieder ein Commentary, weil die Commentaries waren allgemein nicht so schlecht. Das Black Ops 2 50er und ein Special-Commentary von mir und Michael war ja nicht schlecht. Und mein erstes Commentary damals von MW3 war auch nicht schlecht angekommen, wie es aussieht. Und da kann man sich gleich mal überlegen, ob man noch eins macht. Und jetzt habe ich noch mal eins gemacht. Und ja, so muss das sein, meine Freunde. So und nicht anders. Auf jeden Fall, wir haben 100 Abonnenten erreicht. Teil 3 wird dann noch ein Kanal-War. Also Kanalkrieg, was auch immer. Also Kanalduell einfach. Wir haben uns einen anderen Kanal gesucht. Welches ist, sagen wir jetzt noch nicht. Und der wird mit uns ein Modern Warfare 2 Battle machen. Aber diesmal wirklich und nicht so wie damals mit dem Jojo, der dann nach Singapur gegangen ist und ist halt, sag mal, am Arsch war. Nämlich, sondern diesmal wirklich ernst. Dass wir das diesmal, also ich kündige es jetzt an und wir werden es auch durchziehen. Und so haben wir alle Spaß, meine Freunde. Friends. Ja. Also auf das Kanal, wo können wir uns eigentlich schon mal gespannt sein. Auf jeden Fall, es wird ein 4 gegen 4 Modern Warfare 2 suchen und zerstören Battle. Und ja, bevor ich dann weiterrede, gucken wir mal kurz zum Gameplay. Wie sieht's denn da aus? Ach ja, genau, hier habe ich gerade einen verfolgt, weil auf der Drohne habe ich einen Punkt gesehen, der da irgendwo drin sein soll. Und da habe ich ihn endlich erwischt. Nach langer Zeit habe ich ihn endlich erwischt. Ja, da kommt jetzt bestimmt hier in der Deathcam. Und da verfolge ich wieder einen. Manchmal denke ich mir echt, wie schnell können die eigentlich sein bei dem Spiel? Weil der war schnell schon um die Ecke, wo ich gerade eben erst gesehen habe. Hm. Und trotzdem kriege ich ihn, weil ich es kann. Weil ich einfach der Geilste bin, meine Freunde. Ach ja, genau. Ich sag's gerade noch einmal. Wir haben 100 Abonnenten erreicht, weil wir geil sind. Auf jeden Fall möchten wir uns natürlich bedanken für 100 Abonnenten an unsere Eltern, an unsere Brüder, Geschwister und was weiß ich, sie haben uns auf diesem harten Weg unterstützt, dass wir jetzt 100 Abonnenten haben. Vielen Dank dafür. Okay, jetzt mal Spaß beiseite, jetzt interessiert doch keine Sau. Wir haben einfach mal mit YouTube angefangen, weil wir uns Bock haben. Und jetzt sind wir das noch durch, jetzt haben wir noch Abonnenten und es wird noch weitergehen. Vor allem, wir sind jetzt nämlich schon dort. Das heißt schon 100 Jahre. Wir sind nämlich schon ein Jahr auf YouTube unterwegs, meine Freunde. Ein Jahr. Eine schöne Zeit mit. Wir haben fast jetzt 100 Uploads. Nicht 100 Jahre Uploads, sondern 100 Uploads. Und ja, es macht uns Spaß, Demnächst wird, glaube ich, auch noch ein bisschen Gameplay starten, glaube ich. Let's Play Gameplay, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich muss mir nur kurz überlegen, welches es war. Egal, wird nicht vorweggenommen. Auf jeden Fall hier. An der Stelle chillt gerade ab, weil ich höre irgendwo was die ganze Zeit. Durch Spezialistenbonus kriege ich auch Lageberichte. Durch Lageberichte hört man ja die Schritte lauter. Da muss ich gerade immer ganz genau hinhören, weil ich mir nie sicher bin, wo der Gegner genau ist. Genau, jetzt kommt die Stelle gleich mit dem Verbindung mit dem Hörspiel hergestellt.
muss jetzt genau hingucken. Wie töte ich den noch? Nur nachladen, logischerweise. So. Jetzt höre ich gleich, dass jemand am Heli ist. Also in dem Helikopter drin ist, wo so ein Geschütz ist. Höre ich jetzt gleich. Und denke mir natürlich, den schnapp ich mir. So, jetzt einen Moment. So, jetzt höre ich's. Jetzt will ich mir schnappen. Haben wir geschnappt, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz. Da, jetzt laufe ich weg. Töten viele Gegner, klar. Hol mir das Cache, damit ich Munition habe. Dann dahin. Und jetzt werde ich plötzlich von hinten. Gleich, warte kurz, noch einen Moment, noch einen Moment. Warte noch einen kurzen Moment. Gleich kommt's. Ein Moment noch. So, ich höre hier Schritte natürlich. Ohne Ende. So, jetzt höre ich wieder, dass einer am Geschütz ist. Jetzt will ich sofort hinrennen. Und plötzlich schießt mich einer von hinten ab. So, jetzt ist die Host Migration. Alles klar, da muss ich mal nachdenken. Warten. Partie wird fortgesetzt in 3, 2, 1. Und jetzt meine Reaktion. Schade, macht der Gegner nichts mehr. Da wurde er weggeliminiert, die Sau. So, und das war mein Glück, dass ich die Mob sozusagen erregt habe nachher. Aber egal, wir wollten ja noch über was anderes reden, damit wir jetzt noch einen Commentary darin nennen können und nicht nur ein Let's Play, meine Freunde. Nämlich Zero Ghost. Was gibt's Neues? Sie haben einen Multiplayer rausgehauen. Also einen Multiplayer-Trailer. Multiplayer ist oder so immer bei COD dabei. Schon scheiße langweilig. Auf jeden Fall, sie haben einen Multiplayer-Trailer rausgehauen. Und das Spiel sieht eigentlich relativ vielversprechend aus. Nämlich, es gibt wieder wie bei Modern Warfare 3 gibt es das, also ist auf Englisch, das Sold Package, oder wie auch immer das heißt, dann Support Package, Support Killstreaks, genau, Sold Killstreaks, und nee, Spezialist Killstreaks oder so, irgendwie so. Gibt's wieder, also es gibt wieder das Sturmpaket, die Unterstützungspaket und Spezialistenpaket, wie bei Modern Warfare 3 komplett übernommen. Bei den Killstreaks wiederum haben sie was Neues gemacht. Bei der Drohne ist mittlerweile so: Du hast eine Art, also wenn du sie einsetzt, hast du eine Art tragbares Radar. Hier, ganz weit bei dir, dass dir immer einen Punkt gibt, was bei dir in der Nähe ist, sozusagen. Das ist eigentlich relativ gut aus. Finde ich aber wiederum relativ scheiße, weil die UAV von, also die Drohne, bei Modern Warfare 3, COD Ghost, was, COD Ghost, COD Black Ops und so weiter. Hat mir schon das ganze Radar gezeigt, also komplette Map. Und es hat mich auch irgendwie genützt, weil wenn plötzlich neben dem Gegner auftaucht, siehst du noch auf Radar, aber wenn er mal von irgendwo ganz weit hinten snipert und kein Eiskalt oder was auch immer da gegeben wird, hat, dann siehst du ihn nicht auf dem Radar, den Sniper, aber er kann dich trotzdem töten. Also, irgendwie komisch auf jeden Fall. Dann gibt es noch einen Hund geben. Der Hund, der identifiziert Feinde bei dir in der Nähe und greift die natürlich an, bellt die an und was weiß ich, damit die auch sterben, sonst wäre sie öde. Hier habe ich den Mord erreicht, meine Freunde, so sieht das aus. Jetzt habe ich mir noch gedacht, fix sie alle, rush sie durch. Und ja, auf jeden Fall bei COD Ghost, das mit dem Hund finde ich eigentlich keine schlechte Idee, was sie gemacht haben. Allerdings, aber wohl nichts allerdings, das ist halt nur ein Satz. Ja, keine Ahnung. Ich finde es gut, fertig, Problem erledigt. Dann soll es wieder das Geschütz geben, soll es wieder die Juggernauts geben, dann soll es noch so eine Art Chopper-Gunner geben, woraus du snipern kannst. Also du kannst aus dem Hubschrauberschützer selber heraus snipern. Also das finde ich eigentlich mal eine richtig nice Idee. Sniper hat sich auch verändert, was ich weiß. Nämlich, okay, das kann man schlecht erklären, dann müsst ihr euch hier den Trailer anschauen, das wäre besser. Jetzt nehme ich die Mob. Und ja, dann beim Spezialistenpaket darf man sich wieder drei Stück auswählen. Wenn man dann 8er Street wieder hat, wird es Ende 3 oder 7er, falls es harter geben wird, ich weiß es nicht. Mit ganz. Ah. Auf jeden Fall kriegt ihr wieder, glaube ich, nur 3 weitere Perks, nicht so ein Spezialistenbonus wie bei MW3. Ich bin mir jetzt aber dann nicht ganz sicher. Kann ich mir gut dran erinnern. Auf jeden Fall ist es okay. Dann wird es natürlich wieder den. Wird es einen 18er Streak geben, das ist sozusagen der Osprey-Schütze von MW3, der wird also komplett 1:1 nachgemacht, so, aber eher so eine Mischung von dem Chopper-Gunner von Modern Warfare 2. Ja, dann machst du gar, das ist ja okay, eigentlich, dass sie wieder einführen. Und dann soll es noch was ganz Lustiges geben, nämlich die Atombombe, beziehungsweise Moab oder Nuke, wie auch immer es da heißen wird, das weiß ich jetzt nicht. Das wird wieder so eine Moab sein, wo du den
ganzen Gegner tötest und dann wieder so wie bei Modern Warfare 3 deine Map orange wird. Aber das Lustige ist, die soll es auch aus Vorräten geben. Also du kannst dir an Vorräten eine Nuke bzw. eine Moab rauskriegen. Also was sich da Activision oder Infinity Ward oder whatever oder whoever es war, da gedacht hat, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber okay. Ich hoffe nur, dass es wie bei Black Ops oder wie bei MW3 halt auch nach 24 Kills entweder eine Moab gibt oder wie bei Black Ops 2 nach 30 Kills mit Nuklear, weil dann lohnt sich das Spiel auch zu spielen, nicht so wie damals bei Black Ops 1, wo du 12 Kills gemacht hast, nach alles Suits erreicht und mehr ging nicht mehr. War wiederum schade, weil wenn du es einmal erreicht hast, ja, was bringt's, hast du ja erreicht, machst deine Kills nicht fertig. Da gibt es irgendwie keine Anspannung, dass du weitermachst, kann man sagen. Auf jeden Fall, hier sind wir jetzt am Ende vom Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut euch auf Part 3 vom 100. Abonnenten-Special. Und wir sehen uns. Mein Endscore war, glaube ich, 44:4. Werden wir jetzt gleich sehen, meine Freunde. 44:4. Sag mal was an. Sag mal was an. Komm. Ich sehe es jetzt nicht. 44:4, glaube ich. Und ja, damit verabschiede ich mich von diesem Abonnenten-Special. Bis dahin, Leute. Ciao.